Ahoi Gradujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Container-Opening. 1435 Container hat der liebe Vosito uns zusammengesammelt aus dem Melbe-Clan. Und er hat sich gedacht, ey, die kann Krado mal aufmachen. Das sind mir zu viele, das dauert mir zu lang, da kann der Krado machen. Den lasse ich mal lochen für mich. Und er hat wirklich alles mögliche quer an Containern hier zusammengewurstelt. Premium-Container, Feuerkraft sehe ich hier, taktische Container sehe ich hier, wie man auch immer 29 Stück davon zusammenkriegt. Ich sehe hier Premium-Container, deutsche Geschwader, Reise in die Ferne, Twitch-Container in Massen. Ich sehe mondneuer Container, Reise nach Westen, immer furchtlos Container. Ich sehe Schwing der Freiheit, ich sehe ganz viel Weihnachtscontainer, 100 Mega-Geschenke. Der hat 100 Mega-Geschenke nicht geöffnet, jetzt über die Monate. What the fuck? Als ob der die ganze Zeit jetzt gewartet hat. Der jenische Kreuzer, Highschool Fleet, Premium Container, Black Friday, habe ich hier 23? Ach schon, nee, 23 war ja letztes Jahr, Moment, wir haben noch gleich 25. 23, so lange her? Krass. 100 Super Container sehe ich hier, Apego of Blue Steel, deutsche Premium Container nochmal. Was haben wir noch? Azulane Container und Picknick am Meer Container, was ist hier alles? Rufe 7 Premium Schiff Container, King of the Sea haben wir ja auch noch. Okay. Erstmal. Ganz wichtig, war ihm sehr wichtig, er ist sehr stolz auf seine Kitakami. Das ist nämlich sein absolutes Highlight bei sich im Hafen. Und ich soll damit ein bisschen rumflexen. Flex. Bisschen angeben, ne? Vosito. Immer gern. Kitakami, tolles Schiffchen, haben nur die wenigsten. Alle anderen müssen sich da noch knapp anderthalb Jahre gedulden, bis die endlich wiederkommt. So, Container öffnen. Wollen wir anfangen? 1000 öffnen? Nein. Ich gehe hier alle einzeln durch. Nein, machen wir nicht. Wir werden hier schubweise öffnen. 29 Container, taktische Container. Die kriegt ihr hauptsächlich, glaube ich, wenn ihr auf dem Testserver und Co. mithelft. Da mal Aufträge fertig macht und Co. 29 Tage Premium, 87 mal Deto-Signal, 58 graue Boni. Ich meine, so einen Monat Premium einfach so nehmen wir gerne mit. Deutsches Geschwader könnte ein Schiffchen drin sein. Ich habe keine Übersicht, welche Schiffe er überhaupt hat, muss ich dazu sagen. Hier war leider bloß Krimps drin. Ich mache einfach mal auf. Ihr seht es ja auch hier. Container seltene Boni. Damit ihr mal so einen Eindruck dafür kriegt, was kriegt man so aus den Schiffen überhaupt, aus den Schiffen, sag ich schon, aus den Containern überhaupt so raus. 28 Container, das ist am blauen Boni, was wir rausgekriegt haben. Nehmen wir gerne mit. Luftversorgung, könnten auch Schiffchen drin sein. Aber leider nicht. Premium-Container, Feuerkraft, die machen wir später auf. So, was haben wir hier? Reisetasche des Kapitäns. Das ist eine einzelne. Roger Archibald. Na, guck mal an. Mr. Archibald, der hat bei mir auch irgendwo drauf. Ich weiß, heißt nicht Archibald, aber spricht sich so schön. Der Archibald. Warum auch immer der in so einem Seesack da gefangen war, der Arme. Aber wir haben ihn ja befreit. So. Reise in die Ferne. Container, sehr interessant. Da können die schicken Tarnungen drin sein. Bin mal gespannt. Hoffentlich kriegt er ein paar richtig schöne Preußen Co. Wir haben eine Tarnung gekriegt für die Texas. Victory Day Texas. Albemal viktorianisches Weiß, ist sehr schick. Weintizer 25 Mal, Ostro, was auch immer das, 25 Mal und Tokyo Game Show 25 Mal. Leider bloß zwei permanente. Schade. Aber immerhin. Immerhin zwei rausgezogen. So, die machen wir später auf. Kleine Container, 100 Stück. Mal gucken, was daraus kommt. Krimps. Möchte man meinen, diese Signale, die ihr aber seht, das sind trotzdem Signale im Wert von bestimmt 15 bis 20 Millionen Credits. Daher auch bei solchen Inhalten niemals irgendwie sagen, wieder bloß Müll drin. Diese Signale alleine boosten euren Account schon ordentlich, wenn ihr Signale sonst mal mitnehmt und die kauft. Natürlich. Veteranencontainer des Rekrutierungsbüros. Bam. Hat er wohl fleißig rekrutiert oder halt Aufträge fertig gemacht, um die Community-Punkte zu kriegen. Junior-Container des Rekrutierungsbüros. Können theoretisch auch Schiffe drin sein, aber 100 Dublonen immerhin, 6 Tage Premium. Aber du bringst hier noch kein Glück. Mal gucken, in welche Richtung das hier noch geht. Aufnahme läuft, hoffentlich. Ja. Besondere Boni 100 Mal. Bam. Yay. Immer sehr, sehr eindeutig, ne? 155, 140, hiervon plus 100 und davon plus 105. Immer die mit den Credits, sind immer sehr wenige drin. Die Ökonomie soll ja nicht zu doll gepusht werden. Alles regt. So, Twitch-Container, das sind die, wenn ihr unsere Streams immer guckt, wenn ihr bei uns zuschaut und wo Gaming und Twitch verbunden habt. 25 Stück. Hat man in ein paar Wochen zusammen. Und das ist so der Inhalt, den ihr da rausziehst. Auch wieder Signale im Wert von über 10 Millionen Credits. In etwa, vielleicht irgendwie so in dem Dreh, Community-Punkte und dann noch ein paar Tarnungen. Blub. Einfach durchzugucken. So, was haben wir hier? Schlacht in der Java-See. Das sind, glaube ich, bloß Container mit... Nee, Schiffchen. Was für ein Schiffchen? Jupiter 42 hat er rausgezogen. Viele blaue Boni, nehmen wir doch gerne mit. Jupiter 42,
weiß nicht mal mehr, was das war. Ganz toller Zerstörer, einer der besten überhaupt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der hat so ein Review gemacht, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Lop. Da, erste Schiffe gezogen, geil. Dann haben wir jetzt hier 11 Container Mondneuer. Wir haben noch über 1000 Container insgesamt. Mondneuer, geiler Scheiß drin, pass mal auf. Ich nehme es zurück, doch kein geiler Scheiß drin. Gewöhnliche Boni 77 Mal, interessiert keinen, komm. Klick weg hier, den grauen Müll, will keiner haben. Reise nach Westen, 20 Stück, bam. Komm, richtig geile Sachen. 10 Tage Premium, 250 Dublonen, sonst leider nichts Gescheites. What the fuck ist da? Ach, Internet, das ist hier mit der Zusammenarbeit da mit den großen Streamern, YouTubern etc. Da hat er gezogen, Courage und Nadeshot. Eine Tarnung, Stonewash Normandie, White of the Courageous, Leander, Fire Carrier for Bookie, Thieves Future Pensacola und Blast Master Bayern. Okay. Dazu habe ich kein Video gemacht, separat, war mir zu doof. Das ist einfach bloß irgendwelche großen YouTuber-Streamer gewesen, die eine große Community haben, die aber sonst mit WoWs nichts zu tun haben. Das war einfach reine Werbung, um neue Spieler zu World of Warships zu bringen. Ne, darum kam von unserer Seite da auch nichts großartig. Hatte für niemanden von uns, die World of Warships spielen, irgendwie einen Mehrwert. Glückwunsch zu deinen schicken Tarnungen. Ein paar schöne waren dabei. Die Kapitäne ist natürlich auch cool, wenn man diese YouTuber-Streamer denn auch mag. Ich weiß nicht mal, ob die Twitch machen oder YouTube. Ich kenne die gar nicht. Kenne ich einen davon. 1500 Dublonen hier rausbekommen. 8 Tage Premium. Was ist das hier? Garuda für die Silivangi bekommen. Das ist eine sauschicke Tarnung auf einem total beknackt dämlichen Schiff. So. Mehr Tarnung 49 Mal. Bam. Auf das Ding. Und ganz viel Zeug zum Verkaufen. Ach, du weißt nicht. Das sind natürlich alles bloß Verbrauchstarnungen. Die sind leider nicht permanent. Verliehen Container. Was ist das? Gibt es hier Schönes? Okay, bisschen Krims. Immer furchtlos Container. What the fuck ist das? Der hat hier lauter so komische Container, von denen du niemand gehört. Aha. Irgendein Sammlungscontainer. Das könnt ihr erklären. Meine Sammlung habe ich schon lange fertig. 7 schwingende Freiheit-Container. Da könnte ein Schiff hier drin sein. Hier natürlich nicht. Hätte ja klappen können. Jetzt wird es interessant. 3 Flaggencontainer. Sauteurer Container. Und der hat gezogen. Lenin-Flagge, Lenin lebe. Nee, Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Okay. Dann haben wir Alvaro de Bazan-Flagge bekommen. Und die Flandre-Flagge. Herzlichen Glückwunsch. Gerade die Lenin-Flagge natürlich sehr selten. Glückwunsch dazu. Goldenes Zeitalter der Industrie, 18 Stück. Können da Schiffe drin sein? War es Sammlung? War keine Sammlung, hätte wohl ein Schiff drin sein können, sollte aber nicht sein. Gerade die kostenlosen Container, die Free-Container, nicht die Premium-Event-Container, die Chance da immer ein Schiff rauszuziehen, das ist immer 0,3, 0,5, ist vernichtend gering, müssen wir leider im Hinterkopf behalten. So, mehr ökonomische Belohnung 100 Mal, machen wir auf, was gibt's hier Schönes? Bams! Ganze Menge, okay, ganz viel graue, paar grüne und ganz viel Duplikate. Großes Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsgeschenk oder wir fangen mal den kleinen an. Wir machen 47 kleine Weihnachtsgeschenke auf. Schiffchen. Scarlet Thunder rausgezogen und Alliance rausgezogen. Ich vermute mal ganz stark, dass er aus den Weihnachtsgeschenken schon so gut wie alles hat. Sonst hätte er jetzt aus den kleinen hier nicht die ganzen hohen gezogen. 1000 Dublonen auch gezogen. 15.000 Kohle. Ein paar kleine Weihnachtscontainer. War das hier eine Ansage? Kann ich die Drop-Chance doch keinen mehr angucken? Ach, jetzt geht's Browser auf. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wieder ein Spiel. Kann mir die Waffenkammer nicht mehr angucken. Darum kann ich nicht genau sehen, welche Schiffe er da schon hat und welche nicht. Wir machen mal die großen Weihnachtsgeschenke auf hier. 29 Stück. Er zieht immer noch Schiffe. Schill, Velos, Almirante Grau. Ja, das sind die ganzen neuen. Er muss die alten schon alle haben. Also nahezu vollgestopfter Account mit Schiffen. 1500 Dublon auch wieder rausgekriegt. 3 Schiffe wieder rausbekommen. Geil. So macht Spaß. Velos, Schill und Almirante Grau. Das hier ist ein totaler Burner, ein super geiles Schiff. Schill ist so lala und die Velos spielten hier ab und an. Scheint die Spaß zu machen. Habe ich keine Meinung zu. So, machen wir die auch gleich auf? Nee, machen wir zum Schluss. Einzigartige Boni erstmal. Rote Boni gibt es viel zu selten. Sind aber auch ehrlich gesagt viel zu stark. Guck mal, wieder Credit zu wenig. EP und Dings hier. Kapitäns-EP immer ganz viel. Schauweise Credits immer ganz wenig. Alles rickt oder Zufall? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. 100 Mal mehr Kohle, 51.000 Kohle kommt raus. Bei den Kohlecontainern könnt ihr immer ungefähr durch 2 rechnen. Wenn ihr das also irgendwann 100 Stück zusammen habt, kriegt ihr immer ca. 50.000 raus. Das ist immer, kann man immer ganz gut rechnen mit. Italienische Kreuzer, 3 Stück. Sammlung?
Nö. Hätte vielleicht irgendwas Schönes drin sein können. Französisch Geschwader. 5 Stück. Sammlung? Nö. Tarnung. Französische Riviera. Total cool. Okay. Auch nichts Besonderes. Sowjet-Ära. 4 Stück. Komm, irgendwas Tolles hier. Schiffe. Nö. Keine Schiffe. Dann halt nicht. High School Fleet. 4 Stück. Kommen wieder die Anime-Leichen. Bam. Guck mal, die waren alle in den Containern jetzt seit mehreren Monaten drin. Das sind bloß noch Skelette. Das sind nur noch, da haben sie einen Ausweis jetzt noch gefunden in dem Container. Da haben wir jetzt bloß noch die kleinen Bildchen von denen. Alle verreckt da im Container, weil er die nicht aufgemacht hat. Die Armen, die Armen. Jämmerlich verhungert. So, Sowjet-Container. Blaue, ordentlich viele blaue Boni. Nehmen wir mit. Black Friday Container, 28 Stück. Warte, nehmen wir erstmal die kostenlosen. Bam. Die kostenlosen haben nichts ergeben. Dö-düm. Aber die 28 Premium-Container ergeben eine ganze Menge. Luoyang B und Atago Black gezogen. 5000 Dublonen, sprich er hatte die anderen Schiffe dann schon. Jetzt hat er bloß noch Dublonen gezogen. Glückwunsch dazu. Hast die beiden Schiffchen jetzt auch noch. Weiter geht's. Premium-Container Wandernde Flamme. Halloween. Gibt's hier Schönes? Rick-O-Tep. Auf a Purse ausgebildet. Aha. Lazarus Centurio. Aha. Auf a Griff. Aha. Ah, hier. Permanente Tarnung. Meister der Wasserwelt Giering und Meister der Wasserwelt Schabarowsk. Und dann noch eine Tania-Flotte Kitakase, kannst du theoretisch dann darauf klatschen. Sehr wenig rausgeholt aus 20 Container, muss ich sagen. Sehr wenig. 2 Tarnung plus 2 Kapitäne und eine so ein Verbrauchsdings noch. Also es war auch permanent, aber kannst halt drauf klatschen. Was ist direkt für die Kitakase, komischerweise. Warum steht es, warum ist das denn mit dem kleinen Zeichen da? Warum auch immer, warum auch immer. So, wandernde Flamme, mal gucken, hier noch was Schönes drin ist. Komm schon, irgendwas Tolles noch. Da haben wir noch einen Kapitän, Klaus Teslau. Und wir haben eine Tarnung noch für die Daring bekommen, Meister der Wasserwelt. Na, immerhin. Heroischer Kampf. Was? Gibt's hier Schönes? Ah, Sammlungsgegenstände. Die hat er aber auch noch nicht fertig. Mehr Signale, 100 Stück. Wir haben noch 100 Supercontainer, kommt ja auch noch. Die ganzen Highlights kommen gleich noch. Geil, Signale hier bestimmt im Wert von 40, 50 Millionen rausgeholt. Sehr geil. Edits. Premium-Container Deutsche Kreuzer. Premium-Container. Chance, dass die Schiffe rauskommen, bricht hoch. Wir kriegen auf jeden Fall Kohle. Das steht schon mal dabei. Das ist keine Kohle. Warum stand das da unten rechts gerade? Yay. 2 Verbrauchstarnungen und blaue Boni. Da freut man sich ja richtig. A Peg You of Blue Steel. Komm. Baller rein. Und wieder jetzt Anime-Leichen. Ars Nova. Bams. 14 blaue Boni. Nehmen wir mit. Auf eine Retro-Welle. Mal schauen, ob er die Inhalte alle schon hat. Nee, hat er nicht. Wir haben einmal die 6. Spieljubiläum York bekommen. Wir haben einmal 6. Spieljubiläum Zara bekommen. Und Bonuspaket für einen 8er, für einen 5er, für einen 6er und für einen 7er. Na, du passt doch. Cool, nehmen wir mit. Azulane, 8 Container. Bams! Anime-Mädchen! Da sitzt sie wieder. Ganz Leichen, guck mal. Die Sammlung scheint er schon fertig zu haben. Oder er hat bloß jetzt Pech und hat bloß die ganze Duplikate gezogen. Goldene Woche, 9 Stück. Können auch schöne Schiffe drin sein, aber nicht für uns. Schade. Schlacht an der Somme, die machen wir mal auf. Vielleicht hat er die Sammlung denn gleich fertig. Klingt nicht danach. Hat sich nicht automatisch vervollständigt. Sprich, da muss er noch ein paar Duplikate und Co. denn eintauschen. So, was haben wir hier? Plus Krims. Yamamoto Isoroku haben wir noch einen einzelnen. King of the Sea einzeln. Premium-Container Goldene Woche. Na, die machen wir nochmal auf. Bams. Auch kein Schiffchen drin. King of the Seas bloß ein Sammlungsgegenstand. Den haben wir jetzt hier noch Reise nach Westen. Da könnte, glaube ich, noch was drin sein. Und auch da kein Glück. Verdammt! So, fangen wir mal an. Wir machen mal zuerst hier. Stufe 7 Premium-Schiff-Container auf. Wenn er bloß Dublon noch rauskriegt oder Stahl oder whatever, was da eingetauscht wird, dann hat er die Schiffe alle schon. Und er kriegt Kredit sogar bloß raus. Nicht mal Dublon. Oh, das ist aber nicht schön. Das ist gar nicht schön. Dann öffnen wir jetzt mal den 8er und da vermute ich mal ganz stark, dass das der gleiche Fall sein wird. Das ist der Leid, das ist ein Leiden der Leute. Ja, tatsächlich auch bloß Credits drin. Nicht mal Dublon, das ist frech. Da leiden die Leute, die wirklich alle schon haben auf ihren Accounts, ne? Die holen sie, die haben dann so geile Container, machen die auf und dann ist da nichts drin, was du irgendwie gebrauchen kannst. Aber diese Feuerkraft-Container bringen was Geiles, nämlich das da! 3000 Forschungsbüro-Punkte. Yay! Und auch bloß Krims. Schade, keine Schiffchen. So, wir machen zuerst auf. Supercontainer oder Weihnachtsgeschenke? Supercontainer oder Weihnachtsgeschenke? Machen wir die 100 Weihnachtsgeschenke auf. Pass mal auf. 100 Mega-Weihnachtsgeschenke. 100 Stück. Das ist eine Menge Geld. Und es sind
keine Schiffe mehr dabei, denn er hat alle 15.000 Dublonen rausgezogen. Geil, das ist ein einzelner, separater Drop immer in den Geschenken. Und er hat 20.000 Stahl allein an Schiffen rausgezogen. So hat er, ich glaube 1,5 waren es immer irgendwie so in dem Dreh, 10, 12, 13, 14, 15 Schiffe irgendwie so in dem Dreh jetzt hier rausgezogen aus den 100 Containern. Und die hat er jetzt komplett als Stahl ausgezahlt bekommen. Und 180 Tage Premium noch dazu. 100 Super-Container, meine Freunde, gibt es natürlich auch noch. Mal schauen, was da so drin ist. Bams! 1500 Stahl, 1500 Forschungsbüropunkte, 4000 Dublon noch, 21 Tage Premium. Massen an Signalen im Wert hier von bestimmt 100 Millionen Credits nehmen wir sehr gerne mit. Ist, glaube ich, zu viel, oder? 50, gerne mal 50 Stück, gerne mal 5 bis 10 Millionen wert. Oh boy, kommt hin, ne? Kann ja einer mal ausrechnen, wie viel das hier genau ist, aber ich würde sagen, 50 bis 100 Millionen auf jeden Fall an Credits. Hat er bloß an Signalen hier rausgezogen. Stahl sowieso immer geil, Forschungsbüropunkte sowieso geil. Und jetzt machen wir die letzten paar Container hier noch auf einen Schlag auf. Alle Container öffnen. Boom! Da-da-da-da! Duplikat, Duplikat, paar Tarnung noch und ein paar grüne Boni. So. Premium hat er jetzt mehr als genug. Stahl? Blonen hat er vor allem auch Massen gekriegt hier. Ich meine, dafür hat er natürlich auch ordentlich Geld ausgegeben. Gerade die Mega-Geschenke, die kommen nicht von alleine. Stahl hat er jetzt auch wieder 23.000, da würde er sich drüber freuen. Forschungsbüro hat er 12.490, da würde er sich auch freuen, kann er sich auch bald irgendwann mal das nächste holen. Und ich würde mal sagen, das war sehr lukrativ. Schöne Sachen rausgeholt, war natürlich ins vollgestopfte Account. Wir hätten deutlich mehr Schiffe rausgezogen, aber er hatte halt jetzt schon alle. Vosfito, was soll ich dir sagen? Durchgespielt. Du hast das Spiel durchgespielt. Nichts mehr großartig, was du holen kannst. Gleich bei Black Friday Container und Co. vielleicht das ein oder andere Schiff noch mit drin, das weiß ich nicht. Wir konnten das jetzt halt nicht nachvollziehen, wir konnten halt da nicht nachschauen. In der Waffenkammer, wenn es hinterliegt ist, kannst du ja mal genau sehen, welche du schon hast und welche nicht. Das fehlt jetzt hier alles. Bei den Weihnachtsgeschenken kriegst du gar nichts mehr raus. Daher, willkommen im absoluten Endgame, wo wir auf neuen Content warten, damit man endlich mal wieder auch sich über irgendwas freut. Weil man hat einfach alles. Ihr kennt das Problem, ihr kennt das Problem. Ja. Ist natürlich bloß Spaß. Vosito, vielen Dank, dass wir die Container öffnen durften. Ich hoffe, du bist mit der Ausbeute zufrieden. Sollte eigentlich alles rausgekommen sein, was du dir erträumt hast. Wir werden da draußen nicht vergessen. Daumen nach oben, wenn euch diese Container-Openings hier gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr damit gerechnet, dass ihr da so viel Zeug rausbekommt? Habt ihr auch so viel Glück bei euren Containern immer? Lasst es uns mal wissen. Und Vosito, weiter sammeln. Und dann sehen wir uns bald wieder bei 2000 Containern, sage ich. Hau ich jetzt einfach mal in den Raum. Haut rein.